So kommen wir zu Rechnungswesen und Controlling Teil 27. Und wir waren hier an dieser Stelle stehen geblieben. Ich hatte die unterschiedlichen Begriffe hier Cost Center, Service Center und Profit Center erläutert und auch betont, dass eben in der Darstellung, auch in der Literatur, das in Nuancen abweichen kann. Aber so die Kernpunkte sind hier kurz dargestellt, dass man eben weiß, warum diese drei Begriffe sich entsprechend unterscheiden. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen jetzt mal auf die unterschiedlichen Controlling-Schwerpunkte. Auch dazu würden Sie bei einem Blick in die Literatur feststellen können, dass da ja eigene Veröffentlichungen, es gibt beispielsweise hier zu Vertriebscontrolling oder Produktionscontrolling und so weiter. Das Ganze ist auch nicht vollständig abgebildet, das sehen Sie hier unten, deswegen ist da Punkt, Punkt, Punkt. Und ich beziehe mich eben insbesondere im Folgenden auf das IT-Controlling, weil Sie eben am nächsten an diesem Thema sozusagen dran sind und wir auch ja nicht alle Facetten eben behandeln können und die Inhalte eben auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dementsprechend will ich Ihnen hier mit dieser Darstellung nur einen kurzen Einblick geben, was die jeweiligen Inhalte wirklich ausmacht und woran man auch die entsprechenden Instrumente dann auswählen kann, um diese Controlling-Schwerpunkte entsprechend zu bedienen. Also, beim Vertriebscontrolling geht es natürlich darum, welche Produkte wollen oder sollen wir eigentlich verkaufen. Also der Blickwinkel ist natürlich auf meinen Vertrieb gerichtet, auf meine Produkte, auf meine Dienstleistungen und welche Instrumente könnte ich da beispielsweise einsetzen. Eines, das Sie schon kennen, nämlich Deckungsbeitragsrechnung. Wir haben uns die Beispiele angeschaut und haben auch am Anfang dieses dritten Teils Controlling gesehen, dass der Deckungsbeitrag eben ein ganz wichtiges Instrument ist, um die Vorteilhaftigkeit verschiedener Produkte, die ich im Angebot habe, wirklich auch beurteilen und bewerten zu können. Das heißt, Blick auf die einzelnen Produkte gerichtet und da ist eben beispielsweise der Deckungsbeitrag schon mal das erste Einstiegsinstrument zur Vorteilhaftigkeit. Bei der Produktion geht es ganz oft um die Fragestellung, eben produzieren wir eigentlich noch selbst oder sollen wir Produkte entsprechend zukaufen? Die Fragestellung ist für produzierende Unternehmen eine Dauerfragestellung logischerweise, weil man natürlich immer die Wirtschaftlichkeit der eigenen Produktion im Blick behalten muss. Das heißt, wir müssen uns immer fragen, wie kann ich meine Produktionsprozesse einerseits verbessern und wie steht meine eigene Produktion im Vergleich zu den Konkurrenten oder eben auch zu Substitutionsprodukten am Markt? Wie gestaltet sich das Ganze? Und dementsprechend kann ich da mit einer Plankostenrechnung beispielsweise arbeiten. Auch die haben wir uns angeschaut und können eben aus den geplanten Kosten beispielsweise ableiten, könnte es nicht auch günstiger sein am Markt, unsere Produkte zuzukaufen und auf eigene Produktion beispielsweise zu verzichten. Forschungs- und Entwicklungscontrolling, ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch wenn man ja in bestimmten Branchen unterwegs ist. In manchen Branchen ist es nicht so, dass es da ja keine Forschungs- und Entwicklung gibt, aber es gibt halt Bereiche, keine Ahnung, beispielsweise in der auch bei unserem Beispiel der Bierproduktion oder sie produzieren Nägel oder so, wo es jetzt nicht so ist, dass man jetzt jede Woche oder jeden Monat ein absolut innovatives neues Produkt entwickelt. Und aber wenn Sie natürlich so in die Medizintechnik denken oder gerade bei uns, wenn wir über Corona nachdenken, also Medizintechnik, da ist natürlich Forschungs- und Entwicklungscontrolling ein ganz wichtiges Thema. Und da geht es natürlich immer um die Wirtschaftlichkeit und ja und die Frage, wie vielversprechend ist ein einzelnes Projekt, was ich dort durchführe. Und das kann man eben sehr gut machen anhand einer Projektkostenrechnung und einer Earned-Value-Analyse, die wir uns im Folgenden mal anschauen. Auch die hebe ich jetzt mal hervor, weil wenn Sie später, was bei Ihnen auch durchaus wahrscheinlich ist, in Projekten arbeiten, dann sollten Sie wissen, wie so eine Earned-Value-Analyse funktioniert vom Grundsatz her. Und deswegen werde ich da nachfolgend auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. So, Logistikcontrolling, da geht es immer natürlich um die Kostenreduktion, beispielsweise eben, wie plane ich den Vertrieb beziehungsweise meine Touren, bleiben wir beim
Bierverkauf, wenn ich so und so viel Gastronomen oder Großhändler bedienen muss, wie muss ich meinen LKW packen, dass ich alle meine Kunden bedienen kann und das möglichst effizient natürlich erfolgt. Also hier geht es immer auch um die Frage von Kostenreduktion, ja, weil Transportkosten immer eine große Rolle spielen und deswegen hier, wie können Kosten in der Logistik reduziert werden? Ganz oft eben das Thema dann Prozesse zu optimieren, Prozesskosten zu senken. Auch das haben wir uns im Teil Kosten- und Leistungsrechnung nicht angeschaut, weil das einfach zu viel oder ja, zu weit führen würde. Da müsste man eine ganz eigene Vorlesung draus machen aus diesen Prozesskosten oder Prozesskostenrechnungen. Und das können wir hier nicht leisten. So, Personalcontrolling ist nochmal ein ganz anderes Thema wieder. Hier kann zum Beispiel eine Frage oder eine Rolle, eine Fragestellung im Raum stehen. Was sind mit Fortbildungsmaßnahmen? Welche Kosten entstehen uns da? Welche Kosten entstehen uns pro Mitarbeiter inklusive Fortbildungskosten, exklusive Fortbildungskosten? Was ist mit Ausfallzeiten der Beschäftigten beispielsweise? Also Krankheitsstände, Krankenstände, Motivation der Mitarbeiter. Also ganz andere Fragestellungen als beispielsweise in der Produktion. Das kann man sich gut vorstellen, denke ich. Und was können wir da machen? Typischerweise schauen wir uns dann natürlich erstmal die Kostenarten an. Das haben wir uns in den Teil Kosten- und Leistungsrechnung ja auch mal angeschaut, als es um die Kostenartenrechnung ging. Und da haben wir uns ja mal so ein paar Anomalien auch angeschaut gehabt, an einem Beispiel über die unterschiedlichen Kostenarten. Und aus den Kostenarten kann ich natürlich schon mal die wesentlichen, ja, personalrelevanten Kosten mir anschauen und überwachen und hochrechnen. Und deswegen ist hier oftmals die Kostenartenanalyse ein Instrument für das Personalcontrolling. Finanzcontrolling sagt es der Name schon fast. Da geht es immer wirklich um Finanzströme. Und im Zentrum von Finanzcontrolling steht die Sicherstellung der Liquidität. Das bedeutet, dass wir unsere kurzfristigen Forderungen jederzeit bedienen können. Und auch da habe ich natürlich entsprechende Instrumente, ganz oft auch systemunterstützt, wenn wir ein ERP-System haben, beispielsweise solche Cashflow-Analysen, die dann genau über das System laufen und sich anschauen, was ist denn jetzt wirklich ausgaberelevant, wann ist die Fälligkeit unserer Verbindlichkeiten und was bedeutet das dann für die Finanzdisposition? Also wie viel Geld muss ich beispielsweise ja auf meinem Bankkonto vorhalten, damit ich allen meinen Verpflichtungen in diesem Monat, Quartal oder wann auch immer, in welchem Zeithorizont ich nachkommen kann. Und das Ganze eben ist meistens eben über die Kostenarten beispielsweise ablesbar, beziehungsweise aus dem, aus der Aussteuerung der einzelnen Kostenarten im System kann ich eben beispielsweise solche Cashflow-Analysen durchführen, die mir dann eben bei der Finanzdisposition helfen. So, und dann kommt das IT-Controlling, worauf wir uns im Wesentlichen konzentrieren wollen. Und hier geht es natürlich immer um die Kosten von IT-Systemen. Das dürfte selbstverständlich sein. Und bei den Kosten für IT-Systeme ist es auch so, dass man hier eben im Besonderen verschiedene Facetten sich anschaut. Wir sehen das dann im Folgenden. Da gibt es eben sowas wie Total Cost of Ownership. Also auch zu berechnen, welche Auswirkungen hat denn der Einsatz eines Systems auf meine Kosten, und da zählen eben nicht nur die unmittelbaren Kosten hinzu, also beispielsweise Lizenzkosten oder ähnliches. Und hierfür kann ich eben eigene IT-Kostenrechnungssysteme einführen, die ja in zumindest größeren Unternehmen auch stattfinden. Da wird dann genau analysiert beispielsweise, was kostet der einzelne Server auch inklusive von Strom, Verbräuchen und ähnlichem, um eben sicherzustellen, dass die IT-Kosten eben beherrschbar bleiben. Gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der vielen Projekte, die dort stattfinden, sind IT-Kosten natürlich immer ein relevantes Thema, weil sie eben wirklich immer einen signifikanten Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Und das sorgt eben dafür, dass man hier besonders sensibel ist, auch als Unternehmensleitung, was diese IT-Kosten in Summe natürlich betrifft. Und das kennen Sie alles, selbst wenn Sie Anwender sind beispielsweise, ist der Ausfall von IT natürlich auch immer ein Problem. Wenn die Mitarbeiter beispielsweise nicht mehr arbeiten können, dann hat das natürlich entsprechende Folgewirkungen, und da können dann Kosten entstehen, die dann ja erheblich sind. Deswegen auch hier
ist es ein Balanceakt zwischen ja, notwendiger Investition und ja, Unterhaltung der Systeme auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Ausfallwahrscheinlichkeiten, die dann eben mit entsprechenden Folgekosten verbunden wären. Und deswegen gibt es hier auch kein richtig oder falsch, sondern das muss jedes Unternehmen für sich selbst beurteilen und auch die Risikoabwägung dort selbst fahren, um eben für sich selbst die Frage zu beantworten, wie viel investiere ich mal in meine IT-Systeme oder wie viel eben nicht. Das sollte jetzt hier nochmal ein kurzer Überblick sein. Wie gesagt, es gibt noch weitere Dimensionen, die man hier abbilden könnte oder Schwerpunkte. Und im Folgenden, wie gesagt, im Wesentlichen gehen wir auf IT-Controlling ein. Genau, weitere Fragen können natürlich sein, zu welchem Preis können wir IT-Leistungen anbieten. Und da kommt dann der Begriff Service Level Agreements ins Spiel, die man ja an vielen Stellen von Unternehmen inzwischen findet. Wir gehen im Folgenden auch darauf ein, was ein Service Level Agreement ist. Eigentlich sagt es der englische Name schon, nämlich irgendein Vertrag, ja, für ein bestimmtes, ja, Service Level. Aber wie gesagt, da gehen wir dann im Folgenden nochmal genauer drauf ein. So, gehen wir erstmal zu dieser Earned Value Analyse. Die ist eben insofern interessant, weil es eben darum geht, wie der Name es schon sagt, einen Fertigstellungswert zu ermitteln. Denn das typische oder das, die typische Situation ist ja, dass man als Führungskraft oder als Mensch, der für ein Projekt zuständig ist, immer nicht ganz genau weiß, wo steht man eigentlich in diesem Projekt. Sie kennen einige Sachen aus den Vorlesungen auch schon oder lernen das noch kennen, wo es um Projektmanagement geht insbesondere. Und derzeit ist ja das große Thema Agilität spielt eine Rolle. Auch hier für diese Earned Value Analyse können Sie auch agile Systeme oder Projektmanagement-Methoden anwenden. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also, wir wollen ein tatsächliches Lagebild unseres Projektes erzeugen und dazu dient eben dieser Fertigstellungswert. So, wir haben die erste Herausforderung, ist eben bei der Projektplanung. Die Projektplanung ist immer mit Unsicherheiten behaftet. Ja? Also, ich will jetzt nicht wieder das Corona-Beispiel heranziehen, aber wir sehen ja auch in der Praxis der Unternehmen jeden Tag, dass eine valide Planung des Projektes kaum möglich ist, weil wir einfach zu viele Einflussfaktoren haben. Und je länger der Projektzeitraum ist, ja, umso unwahrscheinlicher ist es, genau den Projektplan einhalten zu können. Wir wissen auch immer nicht ganz genau, wie sich Projektbudgets entwickeln, also wie viel Kosten wirklich tatsächlich entstehen. Wir können natürlich vorher etwas planen, aber es ist immer noch eine Planung und eben keine Ist Betrachtung. Und deswegen haben wir am Ende auch unserer Vorlesungsreihe Kosten- und Leistungsrechnung, bin ich eben auf diese Unterschiede Plankosten, Istkosten eingegangen, um das jetzt hier auch entsprechend wieder verwenden zu können. So, dann haben wir natürlich den Begriff der Meilensteine, also wesentliche Teile des Projektes sind erstellt. Das gestaltet sich ja durch Agilität ein wenig anders. Gleichwohl haben wir bei über Agilität oder Scrum nachdenken, ja auch Sprints, die ja auch Teilergebnisse sozusagen darstellen des Projektes. Also die könnte man hier auch verwenden. Und wir wissen auch, in einem Projekt, durch die Besonderheiten, durch die besonderen Merkmale eines Projekts, können die eigentlich nicht immer rundlaufen. Das heißt, das Projektmanagement spielt eben für den Erfolg eines Unternehmens eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung oder ist eine wesentliche Voraussetzung. Also, die Herausforderung. Die erste Herausforderung ist das ganze Thema Projektplanung mit all seinen Unsicherheiten. So, zweite Herausforderung, ich habe es angedeutet, wo steht denn das Projekt wirklich? Ja. Denn, das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ausgegebene Projektbudget heißt ja nicht, dass wir wirklich einen Projekterfolg erzielt haben, sondern wir müssen ja die Dinge, die wir dort fachlich erstellen, beispielsweise eine Software programmieren, da müssen wir ja auch tatsächlich fertig werden mit dem Projektbudget. Das heißt, wo steht das Projekt wirklich, kann eigentlich auch kaum der Projektleiter alleine beurteilen, sondern er braucht die fachlich Verantwortlichen, die vielleicht Teilprojekte verantworten. Das sind die einzigen, die wirklich Pi mal Daumen sagen können, wo stehen wir denn eigentlich wirklich im Vergleich zu dem, was wir an Projektbudget in Summe eingeplant haben, dem ist tatsächlich entstanden ist und wo der Projektfortschritt tatsächlich sich bewegt.
Und deswegen ist diese Earned-Value-Analyse eben so gut geeignet, um genau diesen Fertigstellungswert mal zu ermitteln. Eigentlich auch nicht schwierig und man kann relativ viel aus den einzelnen Fragestellungen ableiten und beantworten, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Also, wir brauchen den Fertigstellungswert, das habe ich schon gesagt. Und die Basis für diesen Fertigstellungswert sind auch weiterhin die allgemeinen Instrumente, so möchte ich es mal sagen, des Projektmanagements. Wir haben einen Projektstrukturplan beispielsweise, wir haben eine Kostenplanung und so weiter und so weiter. Also wir erfinden nichts Neues, sondern wir nehmen das, was man als Handwerkszeug ohnehin für ein Projekt braucht, das ziehen wir jetzt heran, um diesen Fertigstellungswert ermitteln zu können. Und wir machen das auch gleich am Beispiel, damit es für Sie einfacher nachzuvollziehen ist. So, was macht man? Wir haben typischerweise einen Projektstrukturplan und da haben wir eben Arbeitspakete. Ich habe es gerade gesagt, das können aber auch, wenn wir Scrum anwenden, zum Beispiel ein Sprint sein. Das heißt, wir haben immer, wir zerlegen ja das Gesamtprojekt in Arbeitspakete, in Meilensteine, in bestimmte Aufgabenpakete, wie auch immer. Das ist jetzt völlig unabhängig von der Earned Value Analyse. Und dafür planen wir natürlich einen Ressourceneinsatz. Anders kann es ja gar nicht sein. Das bedeutet, wenn ich weiß, ich muss in 6 Wochen einen Prototyp der Software oder der Oberfläche oder sagen wir mal, ja, wir produzieren eine Software und da soll eine Maske erstmal programmiert werden oder ja, ein Portal oder so. Und dann weiß ich als Teilprojektleiter beispielsweise, da soll ein Entwurf fertig sein in 6 Wochen. Dann muss ich mir Gedanken darüber machen, Mensch, wen brauche ich denn dazu und wie intensiv müssen die daran arbeiten? Also weiß ich beispielsweise 3 Programmierer Vollzeit die nächsten 6 Wochen, dann könnte ich damit hinkommen. Da sind dann natürlich Kostensätze hinterlegt, beispielsweise bei internem Personal, das sehen wir am Beispiel auch später nochmal, habe ich so Durchschnittskostensätze, die ich heranziehen kann. Bei externem Personal kann ich natürlich den Preis, wenn ich so einen Vertrag geschlossen habe mit einem Programmierer oder einer Programmierfirma, ansetzen und dann weiß ich ganz genau, wie der Ressourceneinsatz für dieses Arbeitsergebnis Portal im Entwurf erstellt aussehen müsste. Relativ einfach ausmultipliziert und dementsprechend kann man das dann auch kalkulieren. Und Sie sehen es ja auch, wir haben unterschiedliche Kategorien natürlich noch. Interne Kosten, also wenn ich eigenes Personal einsetze, extern, wo es dann wirklich externes Personal wäre, was ist dann finanzwirksam zusätzlich oder auch nicht finanzwirksam zusätzlich? Hier als Beispiel genannt, wenn ich eigenes Personal einsetze, dann entstehen mir Kosten auf dem Projekt, aber die sind nicht zusätzlich finanzwirksam, weil das ja eigenes Personal ist, was ich ohnehin bezahlen muss. Wenn ich externe einsetze, habe ich einen zusätzlichen Finanzbedarf, weil ich dann zusätzlich externes Personal bezahlen muss. Das heißt, diese Kategorisierung muss man natürlich berücksichtigen, auch um wirklich dann auch Cashflow wirksam das Ganze betrachten zu können, nämlich was ist zusätzlicher Finanzbedarf. Da gehe ich jetzt aber im Detail im Weiteren nicht drauf ein, sondern es geht mir darum, dass Sie grundsätzlich verstanden haben, wie diese Earned Value Analyse funktioniert. So, machen wir mal wieder ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind wieder in der Brauerei. Und wir entwickeln jetzt ein neues Bierrezept und die Dauer dieses Projektes ist ein Jahr. Die Plankosten für ein Jahr belaufen sich auf 120.000 Euro. Das habe ich natürlich genauso gewählt, dass wir eben sehen, jeden Monat sind das also 10.000 geplante Kosten. Und wenn man das Ganze einfach mal so überträgt, dann wäre der Plankostenverlauf natürlich jetzt hier linear. Und was da schon, glaube ich, jedem klar sein sollte, so verläuft ein Projekt natürlich nie. Ja? Also das sollte nachvollziehbar sein. Wir haben hier einen anderen Verlauf, der wird irgendwie hier so rauf und runter gehen, rauf und runter gehen. Aber jedenfalls, das wird nicht linear sein können. Also das ist erstmal die Ausgangsbasis. Ich glaube, das ist relativ einfach nachzuvollziehen. Hier sieht man dann eben die Plankosten pro Monat, immer jeden Monat dann eben die 10.000 Euro. So, jetzt wird es aber spannend. Wir haben jetzt unsere geplanten Kosten. Die entscheidende Frage ist, wie viel haben wir denn tatsächlich geschafft? Ja, das ist ja die eigentliche Frage. Und dafür, und das steht hier auch schon mal dargestellt, können wir den Fertigstellungswert ermitteln, der sich aus dem Projektbudget multipliziert mit dem prozentualen Arbeitsfortschritt
ermittelt. Und hier ist es natürlich so, das können eben Euros sein, das können aber auch andere Werte sein, das können auch Prozentwerte sein oder wie auch immer. Ich mache es an den Euros, weil es da einfacher ist. Also Fertigstellungswert ist immer Projektbudget mal den prozentualen Arbeitsfortschritt. Und wenn wir jetzt uns die größte Herausforderung anschauen, dann ist es natürlich dieser Arbeitsfortschritt. Und ich habe es gesagt, selbst der Projektleiter, dem würde das schwer fallen, wenn er jetzt ein großes Projekt mit vielen Teilprojekten beispielsweise leitet, das wirklich zu beurteilen. Eigentlich kann es nur wirklich der Teilprojektleiter in Zusammenhang oder in Abstimmung mit seinem Team das wirklich beurteilen, wo die gerade stehen, weil jetzt programmiert man dort an der Maske oder an dem Portal herum, was ich als Beispiel genannt habe, dann kann natürlich was schiefgehen. Einer wird krank, ja, dann habe ich natürlich verschiedene Auswirkungen. Also zeitlich schaffe ich es nicht, aber meine Kosten sinken vielleicht auch, weil ich den extern nicht bezahlen muss, weil der krank ist und so weiter und so weiter. Im Projektverlauf ergeben sich eben immer ganz besondere Herausforderungen. So, grundsätzlich dürfte klar sein, Entschuldigung, wenn der Budgetverbrauch mit den Plankosten und dem Projektfortschritt übereinstimmen, dann wird das Projekt in Zeit und Budget erreicht. Also, wir haben einmal geplant, ja, dann haben wir den Ist-Verbrauch, nehmen wir jetzt hier mal den vierten Monat, wenn wir da also bei den Ist-Kosten wären, mit 40.000 Euro und gleichzeitig, dass dann auch einem Drittel unseres Arbeitsfortschrittes entspräche, nämlich ein Drittel von 12 Monaten, ja, dann wären wir in Zeit, Budget und Arbeitsergebnis. Das dürfte klar sein. In der Realität kommt es eben anders. Hier steht es nochmal, also so ein Projektverlauf tritt natürlich nie ein. Es gibt immer Abweichungen, die auch teilweise nur auf buchhalterischen Herausforderungen basieren können. Denn zum Beispiel sind Rechnungen noch nicht bezahlt, oder Rechnung ist bezahlt, aber die Leistungen wurden noch nicht erbracht und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben immer Abweichungen, ob wir wollen oder nicht. Und das können eben ganz einfache Dinge sein, wie eben hier ein Zeitversatz bei den Rechnungen. Das können aber auch ganz virulente, große Probleme im Projektfortschritt sein, die man von außen gar nicht sieht, die ich dann eben nur mit den Beschäftigten, die daran arbeiten, wirklich identifizieren und ermitteln kann. Und deswegen ist auch, sage ich mal, die Ehrlichkeit im Projektmanagement oder im Projektcontrolling ganz entscheidend, um frühzeitig entgegensteuern zu können. Und das ist es ja. Wir müssen frühzeitig das Heft des Handelns in der Hand behalten. Da sind wir ja auch hergekommen, ganz am Anfang dieser Vorlesung, dieser Vorlesungsreihe Controlling, dass ich mal gesagt habe, was heißt Steuerung, ja? Eben nicht zu warten, bis etwas Problematisches eintritt, sondern proaktiv zu steuern. Also, schauen wir uns mal an. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben im vierten Monat einen Fertigstellungswert von 40%. Das würde dann bedeuten, bei 128.000 wären das 48.000 Euro. Wir gehen mal davon aus, dass dieser Fertigstellungswert uns gemeldet wurde von unserem Teilprojektleiter hier. Und wenn man das Ganze dann darstellt, wir wären dann im vierten Monat und hätten jetzt hier 48.000 Euro als Fertigstellungswert erreicht. Oder wir haben eben hätten als Gegenbeispiel hier die 20.000 Euro, 20%, Entschuldigung, dann wären wir bei 24.000 Euro. Und dann würden wir feststellen, hier wären wir bei den 20.000 Euro, wären wir unter dem, was wir eigentlich im vierten Monat haben sollten. Das sind nämlich dann immer ganz genau betrachtet hier die 40.000. Und im ersten Fall wären wir bei dem Fertigstellungswert darüber, da wären wir etwas besser sozusagen. Das ist aber der reine Fertigstellungswert. Hierzu fehlen uns jetzt aber natürlich noch die Ist-Kosten, ja? Und auch die Analyse der beiden Werte. Das könnte ja auch bedeuten, jetzt sind wir bei den 48.000 Euro besser, aber vielleicht zeichnet sich schon ab, dass das jetzt hier runtergeht. Ja? Dann ist uns auch nicht geholfen. Das heißt, auch so etwas ist immer eine Momentanalyse und deswegen ist das halt auch dauerhafte Projektcontrolling- und Projektmanagement-Aufgabe, immer wieder sich diese Entwicklung hier anzuschauen. So, was ist jetzt erstmal die Planabweichung? Ja, das ist relativ einfach ausgerechnet, denke ich. Das kann man dann relativ gut ablesen hier. Nämlich einmal haben wir 8.000 Euro positive Abweichung hier oben bei dem Fertigstellungswert von 40%
Und wir haben eben minus 16.000 durch die Division des entsprechenden Fertigstellungswerts mit dem tatsächlichen Wert oder den geplanten Wert in diesem Monat, nämlich den 40.000 Euro. Das ist, glaube ich, alles relativ einfach zu betrachten. Und wenn wir eben uns im ersten Fall bewegen würden, hätten wir schon ein besseres Gefühl als im zweiten Fall. Viel mehr kann man da im Moment nicht zu sagen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Das Beispiel wird jetzt weitergeführt und jetzt kommen eben die Ist-Kosten hinzu. Also, was wir ja sehen, ist hier, wir sind mit den 48.000 Euro, eben stehen wir deutlich besser da. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass im Ist aber 60.000 Euro angefallen sind. Ja, das heißt, wir bewegen uns bei den Ist-Kosten hier. Ja, also Arbeitsfortschritt über geplanten Kosten 48.000, aber Ist-Kosten 60.000 Euro angefallen. Das ist natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, auch kein, ich sag mal, tolles Ergebnis sozusagen. Deswegen hier die Frage auf der linken Seite, was bedeutet das denn für das Projekt? Na, zum einen, wir haben zwar 8.000 Euro mehr geschafft als geplant, ja, dafür aber 12.000 Euro zu viel ausgegeben. Ja, wir hätten ja jetzt kein Problem, wenn hier sichergestellt ist, dass wir die 48.000 Euro Fertigstellungswert auch mit 48.000 Euro erreicht haben. Dann haben wir ja nur quasi das Budget früher ausgegeben. Das würde ja kein Problem darstellen. Allerdings haben wir jetzt für diese 48.000 Euro, die haben wir uns teuer erkauft, nämlich für 60.000 Euro im Ist. So, was muss man tun oder was sollte getan werden? Ich sollte natürlich erstmal analysieren, wie das Ganze zustande gekommen ist. Insbesondere im Finanzcontrolling muss ich analysieren, gehörten alle Rechnungen beispielsweise zu diesem Projektfortschritt, ja? Oder was ich gerade angesprochen habe, sind hier schon Leistungen bezahlt worden, die erst später erbracht werden? Könnte ja sein. Dann würde sich, wenn man davon ausgeht, hier das Ganze einpendeln bei den 60.000, aber wir könnten noch Projektfortschritt erreichen, weil wir beispielsweise den externen Partner schon bezahlt haben für den nächsten Monat. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Also, analysieren sollte man auf jeden Fall. Weitere Punkte wären Rechnungsabgrenzung, habe ich gesagt, also welcher Wert gehört in welchen Monat. Wie hat sich der Ressourceneinsatz in den Arbeitspaketen entwickelt? Man müsste natürlich jetzt mal eine Ebene drunter gehen. Wie kam das zustande? Das kann ja auch einfach nur der Fall sein, dass es zu Kostensteigerungen gekommen ist, ja, auf die wir keinen Einfluss haben und wir damit also auf jeden Fall schon erkennen können, wenn die Ist-Kosten höher sind, dass wir den Plan nie einhalten können. Ja? Das muss man dann sich genau vor Augen halten, was das dann für den Projektfortschritt bedeutet. Denken Sie aktuell an die Entwicklung, die wir sehen mit den steigenden Kosten, also mit der steigenden Inflation. Im Moment wird bei vielen Projekten werden die Ist-Kosten über den Plankosten liegen, ja? Allein durch die Entwicklung ja, in der Volkswirtschaft einfach vor dem Hintergrund. Ja? So, genau. Also, das ist, ich habe es jetzt nur andiskutiert. Ja? Das ist immer hier eine Diskussion, die man führen muss. Und das ist eben auch Projektmanagement, Projektcontrolling. Genauso sollte man vorgehen, um eben sicherzugehen, dass wir hier unser Projekt wirklich richtig überwachen. Und das ist eben ein ganz großes Problem in der Praxis, weil eben, ich sage es mal ganz platt, viele Projektmanager gar nicht so richtig das Handwerkszeug haben für solche Aufgaben. Aber es ist eben ein ganz, ganz komplexes Thema. Genau, schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, also angenommen, die Ist-Kosten und der Fertigstellungswert liegen beide bei 20.000 Euro. Das heißt, wir wären hier, ja, da, so. Werden wir im Projekt bleiben oder im Projektbudget bleiben, wenn wir bei 20.000 Euro liegen? Ja. Da kann man sicherlich sagen, naja, wenn sonst keine anderen Faktoren eintreten, ist natürlich bei 20.000 hier unten nicht zu erwarten, dass wir das Projektbudget reißen. Stand heute, also Stand vierter Monat sozusagen. Schauen wir uns mal eine zweite Frage an. Werden wir den Projektplan halten? Und da sollte man natürlich skeptischer sein, weil wenn wir gerade nach 4 Monaten erst die Hälfte des Projektfortschritts erreicht haben und wir nur 8 Monate haben noch, ja, ab diesem Zeitpunkt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es,
dass wir das nicht so einfach aufholen können. Also da muss schon, es kann natürlich sein, dass man es aufholt, ja, aus verschiedenen Gründen, aber aktuell wäre es eher wahrscheinlich, dass uns eben hier schon die Hälfte an Fertigstellungswert fehlt und das dann noch aufzuholen, nur nach 4 Monaten schon nur die Hälfte der Arbeit geschafft haben, schwierig. Aber Sie erkennen auch, es gibt hier jetzt kein richtig oder falsch, sondern jetzt muss interpretiert werden, jetzt muss gehandelt werden. Genauso erwarte ich auch oder würde ich das auch erwarten, wenn man sowas als Klausuraufgabe oder so sehen würde, dass man genau diese Fragen einfach aufwirft. Ne? Also wir können nicht antizipieren, was hier hinten passiert, noch im 8., 9., 10. Monat. Ja? Haben wir Lockdown wieder mal irgendein Projektverlauf, dann werden wir das sowieso nicht halten können. Aber zu entscheiden oder zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich? Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass man sowas interpretieren kann. Das ist eben Controlling, um sicherzugehen, dass die Projekte einigermaßen überwacht werden, so möchte ich es mal ausdrücken. So, Sie sollten sich bis zum nächsten Mal hier diese Lernkontrolle mal anschauen. Ich löse die dann entsprechend beim nächsten Mal auf. Und gleichzeitig kommt danach auch noch eine nette Earned Value Aufgabe, die Sie dann bitte auch für sich mal bearbeiten, und die löse ich dann natürlich auch beim nächsten Mal auf, und dass Sie entsprechende Übungen machen, beziehungsweise empfehle ich Ihnen ganz dringend. Und diese Lernkontrollen auf der Seite davor, die sind natürlich, oder auch Übungsaufgaben an sich, ich würde sowas ja nicht machen, das haben Sie auch beim externen Rechnungswesen ja gesehen, wenn es nicht irgendeinen Bezug auch zur Leistungserbringung in der Klausur hätte. Deswegen hier meine Aufforderung, sich das mal anzuschauen. Okay, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.